Shalom Aleichem. Heint dem 12. Juli ist geboren geworden der jüdische Schreiber, Pädagog und Redakteur von der populärsten jüdischen Ausgabe auf Jiddisch zwischen Kinder, Vater zweiter Weltmalchume, Grininki Beimalach, Shloyme Bastomsky. Ist geboren geworden in der Stadt Vilna in 1891. Eint seinen schon wenig bekannt, seiden in den engen forscherischen Kreisen seine Folklore-Sammlungen, seine Christamatis herausgelost, zusammen mit seinem Freund Malke Heimson, für die jüdisch-weltliche Schulen in Vilna. Wir haben von einer Reihe Lernbücher. In 1933 ist gewesen zwischen den Gründern von dem einzigen jüdischen künstlerischen Marionettentheater in Polen, Maidim, welcher hat existiert und anüberreist bis der nazische Okkupation von Vilna in 1941. Umgekommen ist Shloyme Bastomsky in einem Arbeitslager von Kloage, Estland, zusammen mit noch 1800 Wilner Iden in 1944. In dem Beis am Iglisch, in a Winkel Cheder, sieht die Amone passieren allein. Ihr ben Jochidl, Seder und singt ihm zum Schlafen mal Liederle schön. Die zweite Persönlichkeit auf unserer einzigen Kalendarseite ist Avrom Goldfaden, der Vater von jüdischem Theater. Sein Emissernummer von der Reim ist gewesen Goldfaden. Ist geboren geworden in 1840 in dem Wallener Städtel Al-Konstantin, Ukraine. Goldfaden hat debütiert mit Lieder, zu welcher allein Fleck verfassen Musik. Sein erst Bichel, das Idel, ist erschienen in Zhytomyr in 1866. Mit 10 Jahren später ist rübergefahren in Jas, Rumänien, wo hat sich getroffen mit dem Brodersinger. Zu jener Zeit haben sie schon gesungen Goldfadens Lieder. Zusammen mit noch etlichen Singers hat regissiert eine musikalische Vorstellung in Nussach von der russischen und deutschen Theaters und ist aufgeführt in Schimmenmarks Garten, wo es mehr bekannt mit dem rumänischen Namen Pomul Verde. Also ist gelegt geworden der Grundstein von dem jüdischen Theater. Erwartet es gewesen nur der Unheb, aber das große Willen, sein literarischer und musikalischer Talent, wie euch seine seltene Energie von einem Impressar und Theaterorganisator hat er euch gebracht Avrom Goldfaden in seine Spitz von der Theaterschafferischkeit bei ihm. Ist ihm gefahren über Russland, wo sie ihm ausgekommen, Gäuver zu sein, die antisemitische Xeres von der zarischen Macht. Hat gewandert über der Welt, verloren und gegründet neue Theatertruppes, mit welcher hat aufgeführt seine Pieces. In 1887 kommt in Amerika zum ersten Mal. Ich nehme lieber kommen Theater. Man singt die Lieder von seinem Theaterstück. Man trägt ihm auf die End. In derselben Zeit ist ihm nicht gering gewesen, durchzukommen mit Chiyune. Bis und seine Freude sind gewesen in London,
ist er viel geschaffen geworden, ein spezieller Fond, sie auszuhalten ein Jahr. In 1903 besetzt sich Goldfaden in New York. Die Köche sind schon nicht wie amul. Dazu ist er krank, etwas interzunehmen, man muss es dix. Er schreibt Artikeln, Skizzes und fort lässt er nicht raus die Pen von Hand. Seine letzte Pjäse ist gewesen Benami. Er hat gewollt alleine führen die Pjäse, aber die Neut hat auf ihm so gedrückt, als er ist schon gerät gewesen zu begehen Selbstmord. Gemat 60 Pjäsen hat ungeschrieben Goldfaden für sein ganzes Leben. Und die populärste zwischen sie sind geworden Kischefmachern, die beide Kunje Lemmel, Schmendrik, Schulamis, Bar Kochba und andere. Gestorben ist Avrom Goldfaden in New York, dem 9. Januar 1908. Sein Mazewe steht in Brooklyn auf dem Washingtoner Besäulen. Unter Riedeles Wiegere steht ein Chlorweiß Siegere. Du Siegele ist geboren, Handle, das wird sein. Mit Mann.